Herzlich willkommen, Leute, zurück bei Prison Architect. Warum wurde ich denn jetzt hier festgenommen? Doch Freizeit, Leute. Freizeit. Verstehst du nicht? Freizeit. Lol. Hab ich Gift eingesammelt, bin dafür nochmal. Alles klar. Wurde dafür nochmal festgenommen hier. So, hier sind wir. Im Raum. Okay, Tyler. Wir zwei. Hübschen Boys. So, da sprinten. Essen fassen, alles klar. Den müssen wir umklatschen. So. Was ist denn hier los, Ladies? Okay, jetzt nehmen wir noch das Gift mit. Mist. So, Gift haben wir auch mit. Wenn wir Tyler jetzt erstmal rausgehen. Okay. Da war Hornibrook. Entschuldigung. Ich würde gerne hier durchgehen. Ich bin nur in meiner Zelle. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. So, hier sind die Jungs. Enemy, Anführer. Er hat den Taser, er sollte vielleicht auch Anführer werden. Alles klar, hier sind zu viele Menschen. Aber, okay, Hornibrook ist natürlich noch im Dings. Beim Essen sind wir natürlich nicht sehr gut aufgestellt. Ich wollte mich eigentlich rausbuddeln. Taylor wurde auch gefasst, das ist ja wohl bescheuert. Das muss mir einer zugesteckt haben, das war ich nicht. Ist klar, wir müssen warten, bis die Nacht um ist. Und wenn wir nachtlich raus können. Beziehungsweise nächstes Mal beim Hofgang werden wir es nochmal machen. Simpson hat auf jeden Fall noch ein Dings. Und damit sollten wir gut aufpassen. Sollten wir uns vielleicht nicht verstecken. Was soll das denn? Darf ich nicht duschen gehen, wenn wir schlafen sollen oder was? Ist aber bescheuert. Okay, es liegt alles an Taylor und Hornibrook, dass wir nicht schlafen können. Paul Taylor. So, ist aber lächerlich. Taylor, was ist los? Super, jetzt hätten wir schlafen können, das hat nicht geklappt. Hauptsache Simpson wird nicht gefasst. Boah, wenn die jetzt eine Razzia machen, ne, haben wir ein echtes Problem. Besser wir schlafen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Yes. Achso, der hat schon eine Spritze. Was mit Taylor? Taylor hat noch keine. Taylor hat noch gar nichts. Boah, hier sind zu viele. Wie wär's denn, wenn wir hier vorne... Oh, in der Kapelle. In der Kapelle. Da gibt's natürlich keine. Wir könnten uns natürlich gut verschanzen in der Kapelle. Aber wir müssen... Boah, die Patrouillen sind auch ziemlich stark. Warte mal. Vielleicht haben wir mehr Chancen, wenn wir hier oben lang gehen. Warten Sie mal bitte. Hier oben. Und dann durch diese Tür abhauen. Alles klar, alle kommen jetzt erstmal hierher. Fällt natürlich überhaupt nicht auf. Okay, Simpson wird... den Taser auswählen, dann werden wir hier die Leute... Ne, du nicht am besten. Taylor. Sind wir nur 5? 2, 3, 4. Alles klar. Alles klar, Leute. Alles klar. Lass mal mit. Da drin wird jetzt auch nichts. Wir haben nichts zu tun, wir sind hier die stärkste Gang auf dem Platz, ey. Bleiben Sie mal ganz cool. Wenn wir den Überraschungsmoment haben, hier einen Taser, können wir da vorne... Boah, es dauert zu lange, um hier durchzukommen, oder? Boah, ich weiß nicht, die Dings, die Leute hier vorne sind ein bisschen krass. Wir müssen es fast versuchen. Mir fällt, glaube ich, nichts Besseres ein.
Oder was fällt uns hier noch ein? Hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay, hier wurde gerade eine Durchsage gemacht. Der eine Hund ist weg. Alles klar, wenn der eine Hund weg ist. Hier ist gerade Patrouillenschichtende. Alles klar, wenn wir hier alles kurz und klein schlagen. Boah, ist mir zu krass. Nee, wir können hier die Waffe nicht ziehen. Wir können hier drin die Waffe ziehen. Alle fertig machen. Alles klar, wenn die Tür zu ist, dann ist erstmal Schicht im Schacht. Alles klar, wir müssen uns verstecken und hier. Sehr gut, hier was los. Alles klar, hier. Oh nein, wir sind gefangen, wir sind gefangen. Oh fuck. Bewusstlos sind wir. Ah, wir haben Leute tot gekriegt, aber es bringt einfach nichts. Mist, verflucht. Idee war nicht schlecht. Idee war nicht schlecht. Ich hoffe, wir sind nicht tot. Aber für den Aufstand hat es nicht gereicht. Für den Aufstand, den ich eigentlich vorhatte. Als sie reingekommen sind und mit ihren Schusswaffen reingebollert haben. Ich habe ein echtes Problem. Nur Rusens hat es überlebt. Krass. Rusens. Wie sieht's aus? Oh, hier den können wir machen. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Sehr geübt. Das bringt uns aber nichts. Vielleicht müssen wir die Crew wirklich verstärken. Vergrößern. Ist klar, die werden uns aber die Spritze abnehmen. Denke ich mal. Oh, hier sind auch zu viele. Gibt es nicht die Möglichkeit hier irgendwas an uns zu nehmen? Sind alle zu krass auf ihren Patrouillen hier. Ah, schade. Man hätte es versuchen können. Um da rauszukommen, musst du schon ziemlich abgewichst sein. Nur Taylor hat es geschafft, hier rauszukommen. Alles klar. Geballert, was denn da los? Taylor ist auch noch nicht hochgestuft. Das ist natürlich ein echtes Problem für ihn. Ist aber bewusstlos. Wir haben wieder jemanden getötet, ne? Wir sind einfach zu krass, Leute. Und bewusstlos hier an der Tür. Ja gut, mit uns fing es natürlich nicht an. Ist natürlich auch kein Problem. Hallo, können Sie mich bitte... Oh, jetzt wurden wir hochgestuft. Ich würde gerne verarztet werden. Aber ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden hier verletzt. Werde jetzt mitgenommen. Werde wahrscheinlich in Einzelhaft gesteckt. Alles klar. Bekomme ich keinen Besuch von der Krankenschwester oder so? Okay. Alles klar, ich wollte nicht so krass vorspulen. Weiß nicht, wenn wir jetzt hier jemanden umknallen. Hey, du komm nicht. Die Polizei zu krass. Da sind die ganzen Dreckshunde. Da auch. Da ist die Tür auf. Ich bin im Lagerraum. Boah. Und diese Köpfschüsse, die sie abgeben hier. Da wäre ein Schraubenschlüssel gewesen. Das gibt's aber auch nicht. Es gibt hier keine Werkstatt, es gibt hier gar nichts. Warum ist Simpson denn jetzt? Herr Oberwachtmeister, warum bin ich hier gefangen? Lock. Müssen wir nicht abspülen oder so irgendwie helfen? Kann ich mal eine Panik auslösen? Mit 12 Punkten kann ich mir hier niemanden krallen. Aber wir werden zu lange eingesperrt. Ist klar, Honeybrook ist nackt. Und tödlich. Und getasert. Haben wir einen Punkt gekriegt dafür? Nicht. Ist klar. Boah, Alter, was sind wir für ein krasser Typ, ey. Viele Leute wieder umgelegt haben. Wenn wir jetzt jemanden hätten, der da reingeht und uns die Sachen holt.
So muss das nämlich sein. Wir sind leider bewusstlos und verletzt. Ah. Jetzt nicht mehr zurückgeschleppt werden. Sorry, Herr Wachtmeister. Muss er nochmal den dicken Max markieren hier. Alles klar. Boah, wir werden auch mittlerweile 8 Stunden eingesperrt. Das ist aber nicht wahr. Also hier, unser Captain war schon richtig krass. Unser Lock. Bringt ja nichts. Müssen wir warten, bis auch der andere frei ist. Sonst können wir nicht schlafen. Mit 15 Punkten kriegen wir hier keinen rein. Wir sind alle... Ist das nicht... Hey, ist besetzt hier. Nee, wenn schlafen ist, müssen wir hier... Ja, sorry. Tyler ist auch eingestuft jetzt. Simpson. Den will ich holen hier für 18. Wenn Honeybrook nicht mehr verletzt ist, dann können wir nochmal eine Revolte starten. Aber aktuell sieht das schlecht aus. Wenn wir die Schlüssel haben, können wir oben durch das Dings raus. Muss das krasse sein. Wir brauchen noch ein Kanonenfutter und um bessere Chancen haben abzuhauen. Ist da Freizeit. Wir wissen, was einer auf jeden Fall in seiner Freizeit tut. Die gehen nämlich jetzt noch nicht zum Arzt. Hallo Schwester. Dankeschön. So, Schwester. Alles klar, den haben wir nicht gekriegt. Ist halt, wie es ist. Hier sind wir 2 Stunden eingesperrt. Alles klar, Leute, kommt alle her. So, da sind sie. Starten wir hier eine Revolte. Hey du! Raus, 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 raus! Aua, aua, aua! Tür geht auf! Mist! Verflucht! Idee war nicht schlecht, ich wollte mit dem Schlüssel einfach mal rauslaufen. Alles klar, wenn Lock draußen ist. Mal gucken, ob er da noch mal was abcashen kann. Lockdown. Den Schlüssel hat er fallen gelassen, hat aber leider nicht irgendwo hier fallen gelassen. Hier oben sind noch die Hahnkerle drin, ne? Das ist ein Anführer, den wollen wir nicht. Arbeit, was arbeiten die Leute denn hier? Hey du! Catwell. Catwell ist auf jeden Fall unser Mann. Der ist stark, der ist schnell, der ist wirklich. Das ist er. Das ist kein wirklicher Anführer. Aber Catwell kann hier nochmal für richtig viel Action sorgen. Aufnahmeritual Catwell. Nee. Da sind welche vielleicht festgenommen worden. Für 2 Stunden, sag ich mal. Ich sag mal so, die Leute sind hier alle in unseren Zellen drin. Alles unsere Zellen. Ornibug ist jetzt auch gleich wieder frei. Es bringt so nichts. Wir müssen halt irgendwie, brauchen wir einen Plan, wie wir hier rauskommen. Wir müssen irgendwie raus. Wir bekommen leider keine Löffel. Wir haben massig Spritzen. Aber keine Löffel. Können wir mit den Spritzen nicht einen Tunnel graben? Ist alles nicht möglich. Alles klar, hier gibt es Schmuggelware zu verstecken.
Wenn wir jetzt den Schlüssel hätten, aber die werden immer Dings rufen, wenn hier irgendwas los ist. So, wir wollen alle Lok. Zu Lok. Boah, damit jetzt hier dicke Revolte, Leute. Merkt das. Was da? Der ist schon. Die sind hier alle. Dieser neue Mann, der auf jeden Fall ist. Was kam hier raus? Mist. Tyler. Darum ist auf jeden Fall noch. Darum ist noch Action. Ah, Mist. Meine Blue wurde auch getasert. Verflucht. Haben sie ihm noch nicht die Sachen abgenommen? Boah, da haben wir auf jeden Fall eine gute Revolte gestartet. Die werden ihn wahrscheinlich gleich bis auf die Haut ausziehen. Der wird gleich inspiziert, oder? Behält er seine Sachen. Boah. Wer hat die Schlüssel denn gefangen? Ja, nice. Alle in Hassedy. Ich würde sagen, das machen wir nochmal ab. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Euer Guru bei Sachasmann. Ciao.